Sie müssen gerade für eine Prüfung lernen und wissen gar nicht so richtig, wie Sie das strategisch angehen sollen, dass Sie auch das ganze Wissen dann abrufen können an der Prüfung. Wenn das Ihre Situation ist, dann sind Sie hier genau richtig. Das ist übrigens eine der häufigsten Fragen, die ich bei einem Coaching, ich mache auch private Coaching, wo Sie mit mir so stundenweise üben, das höre ich fast immer am Anfang. Ich habe gerade eine Wirtschaftsrechtsprüfung vor mir in 5 Monaten, Hilfe, wie mache ich das? Dann ist klar, die Motivation ist da, das ist die Voraussetzung. Sie müssen es wollen, weil vor dem Können steht immer das Wollen. Und dann frage ich denjenigen, Sie müssen sich klar werden, genau was Sie lernen müssen. Also könnten Sie einen Spickzettel schreiben von dem, was Sie lernen müssen. So eine möglichst kurze Zusammenfassung. Vielleicht ein Mindmapping ginge auch. Und dann, wenn ich merke, da hapert es, dann muss der andere sich zuerst klar werden, was muss ich können. Also wenn jetzt bei Ihnen genau die Situation ist, Sie haben jetzt, was weiß ich, eine Medizinprüfung mit vielen Anatomiewörtern oder Sie müssen für eine, was weiß ich, Fahrlehrerausbildung eine Prüfung ablegen, dass Sie sich überhaupt mal klar sind, was müssen Sie lernen. Wenn Sie das haben, dann beginnt meine Arbeit. Und ich verspreche Ihnen Folgendes, ich untermauere das auch noch mit einem kleinen Beispiel nachher, dass Sie erleben, dass das real ist. Ich verspreche Ihnen, Sie werden einen Spickzettel, der auch 500 Wörter lang ist, da können auch Formeln dabei sein und Jahrzahlen und Definitionen. Sie können einen Spickzettel, der so groß ist, der Ihnen dann an der Prüfung hilft, eine gute Note zu schreiben, den werden Sie sich so merken können, dass Sie keine Fehler machen. Aber da müssen Sie üben dazu. Wie lange? Naja, die Technik zu lernen dauert vielleicht 10, 11 Stunden. Dann haben Sie die Technik drauf. Dann können Sie sich 100 Wörter in der Reihenfolge merken und können die morgen auch noch und das können Sie mehrmals täglich machen. Sie können sich 50-stellige Zahlen merken. Sie können im Prinzip alles, was Sie aufschreiben, sich merken. Mit Ausnahme, wenn es ganz komplexe Dinge sind, wie russische Wörter oder Formeln, da brauchen Sie nochmal 5 Stunden, dann sind Sie bei 15. Alle meine Übungen sind eigentlich nur praktische Beispiele, damit Sie es erleben, nicht theoretisch begreifen, was Sie tun würden, wenn Sie es täten. Nein, das ist erleben. Und etwa nach 20, 30 Stunden wird Ihr Selbstvertrauen dermaßen groß sein, dass Sie sagen, hey, cool, her damit. Weil Sie wissen schon, bevor Sie loslegen beim Lernen, dass Sie es nachher können werden. Okay? Aber bevor Sie mir das jetzt alles glauben, mache ich ein Beispiel, vielleicht sogar zwei, weil es ist für mich schon wichtig, Sie, die jetzt gerade eine Prüfung vor sich haben, Sie müssen begreifen, es gibt diese Abkürzungen, die Sie halt lernen müssen. Es kostet Sie Zeit, ein bisschen Geld, aber es wird Ihnen massivst helfen beim Lernen. Ich meine wirklich dramatisch viel lernen, beim Lernen helfen, nicht nur so ein bisschen. So. Was Sie tun nach diesem Video, um an das Produkt zu kommen, liken Sie den Punkt, respektive da gibt es einen Punkt, wo Sie dann zu meiner Landingplattform kommen. Wenn Sie das drücken, diesen Link, dann können Sie das Produkt kaufen, etwas günstiger, dann macht es auch noch Sinn für Sie. Sie können mir auch E-Mail schreiben und Fragen stellen, wenn Sie Lust haben. Es sind, wie gesagt, alle Themen drauf, die fürs Lernen relevant sind. Natürlich vielleicht auch mehr Themen, als Sie brauchen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Prüfung haben und Sie brauchen jetzt keine Englischworte oder französische Wörter lernen, dann ist es trotzdem drauf. Oder Rechtschreibung, Sie sind schon gut in Rechtschreibung, aber vielleicht haben Sie ja Kinder, ja, die mit der Rechtschreibung Hilfe brauchen. Also, es gibt übrigens noch viele Videos bei YouTube, wenn Sie noch mehr Informationen, mehr Übungsbeispiele haben wollen. Ich kann ja hier nicht in einem 7-Minuten-Video ganz viele Übungen einbauen. Aber noch mal 2, 3 Beispiele. Zum Beispiel Zahngedächtnis. Sagen wir mal, Sie haben Probleme mit Zahlenmerken und dann vielleicht noch was wie Rechtschreibung. Sie sind nicht sicher, wie man das Wort genau schreibt. Mal die beiden Beispiele. Zum Zahlengedächtnis. Wenn Sie sich eine Zahl merken, warum ist das so schwierig? Wenn die Zahl 10-stellig ist, ist es für die meisten Leute praktisch nicht mehr machbar. 10-stellige Zahlen können die wenigsten Leute. Aber wenn ich die Zahlen verbildere, wenn ich aus den Zahlen Bilder mache, die Ihr Gehirn verarbeiten kann. Zum Beispiel 0,1 ist ein Baum, der sieht aus wie eine 1. Oder 0,5 ist eine Hand, hat 5 Finger. Oder 0,7 sind die 7 Zwerge. Oder 10 ist eine Bibel mit 10 Geboten. Oder 11 ist Fußball, hat 11 Spieler. Sowas. Das wiederum kann Ihr Gehirn gut. 1 sagen Sie Baum, 0,5 sagen Sie Hand. Immer mit 2 Stellen, 0,5, 0,1. 0,7 die 7 Zwerge, 0, nicht 0,10, 10 die Bibel, 10 Gebote. Oder 11 ist Fußball, damit können wir leben.
Sie werden bei mir eine Liste lernen, wo alle zweistelligen Zahlen drauf sind. Das heißt, man kann dann mit allen Zahlen, die es gibt, jonglieren. Ich war der erste Mensch weltweit, der den Lernprozess, sich Zahlen zu merken, von mehreren Wochen auf 3-4 Stunden runtergeübt hat. Das heißt, ich habe mit 50.000 Menschen so lange geübt, bis ich selber den Weg gefunden hatte. Wie muss ich Ihnen das erklären, dass es bei Ihnen sofort Klick macht? Das ist entscheidend, weil Sie möchten lieber nicht 2-3 Wochen üben müssen, dann hören Sie auf, bevor Sie fertig sind, aber 2-3 Stunden. Das können Sie übrigens beim Autofahren machen, wenn Sie nicht gerade selber am Steuer sitzen. Ich habe das, Familien, die lernen das mit ihren Kindern, und der eine sagte mal, der Papa per E-Mail, weißt du was, wir sind von Lugano nach Mailand gefahren, das ist nicht sehr lange. Es war ein bisschen Stau, dann haben die Kinder begonnen zu lernen und in Mailand konnten meine Kinder 200-stellige Zahlen. Einfach so. Und ein Spaß war es auch noch. Warum nicht? Also gut, Zahngedächtnis. Wir haben jetzt diese Zahnbilder gelernt, 5 Stück, und jetzt spiele ich damit. Also ich nehme zum Beispiel meine Hand, und da drin liegt eine Bibel, die gebe ich den 7 Zwergen, die rennen zu einem Baum und hinter dem Baum spielt jemand Fußball. Das kann sich unser Gehirn herrlich vorstellen. Ich sehe die Hand, die Bibel, die 7 Zwerge, den Baum und Fußball. Aha, 05, 10, 07, 01, 11. Zehnstellige Zahl in 20 Sekunden. So, jetzt haben Sie erlebt, 05, 10, 07, 01, 11, das ist wahr, das geht, das funktioniert. Und wenn Sie alle Zahlenbilder haben, die zweistellig sind, dann können Sie es mit irgendeiner Zahl. Ich brauche Sie aber 4 Stunden maximal, bis Sie das wirklich drauf haben. Und wehe, Sie hören bei 2 auf. Halbschwanger geht nicht. Nehmen Sie es ernst, das müssen Sie perfekt lernen. Allerdings, es macht so Spaß, da wollen Sie gar nicht mehr aufhören. So, das war mal das eine Thema. Das andere Thema wäre, Sie sind nicht sicher, wie man ein Wort schreibt. Schreibe ich jetzt Fahrrad mit einem R oder 2? oder Rhythmus mit RH oder dann doch nicht? Sie müssen auch hier Bilder machen. Wenn Sie einem Kind sagen, du, wenn du Fahrrad fährst, hat es doch 2 Räder, du trägst einen Helm. 2R, Fahrrad. Und ein Helm ist H, Fahrrad. Also ein H, nicht 2. Oder Rhythmus, du tanzt einen Rhythmus, trägst dazu einen Hut, stehst dabei an einer Straße, wo es so eine Abzweigung hat, das ist das Y, und daneben, oder vis-à-vis siehst du eine Tasse, und da drin schwimmt ein Hund. Und ich frage jetzt das Kind, was war das jetzt mit dem Rhythmus-Tanz? Ja klar, ich habe einen Hut an, ich bin an dieser Kreuzung, da drüben ist eine Tasse mit einem Hund. Sage, ja genau, so schreibt man Rhythmus. R-H, das ist der Hut. Mit Y, dann die Tasse und der Hund, TH muss, Rhythmus. Und jetzt schreibt das Kind Rhythmus. In meinem Kurs drin sind 30 solche Wörter drin. Wenn das Kind das durchgelernt hat, und auch Sie, wenn Sie ab und zu Probleme haben mit Rechtschreibung, werden Sie merken, ja klar, jetzt kann ich die 30 Wörter, aber ich weiß, wie es generell geht. Ich will Sie ja befähigen, es mit jeder Situation selber zu können. Und das andere Thema wäre dann noch, wie kriege ich jetzt die Informationen aus meinem Kopf raus, wenn ich an der Prüfung stehe? Die Logik, woher hole ich denn die Daten? Weil einen Spickzettel hat man ja deshalb, weil man nicht sicher ist, ob man noch alles weiß. Das heißt, wenn Sie jetzt 5 Dinge sich in der Reihenfolge merken können wollen, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich sehe einen Bauern, der geht auf einen Berg zum Baden und guckt dann so übers Land, wo er hinten einen Saal sieht. Und vor dem Saal liegt ein Briefkasten, da guckt er rein und da drin findet er eine Landkarte, wo so ein Pfeil drauf ist. Und dieser Pfeil zeigt genau, wo es was zum Essen gibt. Und dann sieht er den Nordstern, geht aber nach Westen. So, wenn Sie nur so was hören. Aber so ganz bewusst, Sie sehen den Bauern, der geht auf den Berg zum Baden, guckt übers Land, sieht den Saal, da hat es einen Briefkasten, guckt rein mit der Landkarte und dem Pfeil, der zeigt zum was Essen und dann sieht er den Nordstern, geht aber nach Westen. Das kann Ihr Gehirn. Was haben Sie gelernt? Ja, das waren die ersten 6 von 16 Bundesländern von Deutschland. So in der Schlaufe, es geht los beim Bauern, ist Bayern, der geht auf den Berg zum Baden, Baden-Württemberg, guckt übers Land und sieht den Saal für Saarland, da ist ein Briefkasten, guckt rein, Landkarte, Pfeil, Rheinland-Pfalz, da zeigt es, wo es was zum Essen gibt, Hessen, er sieht den Nordstern, geht nach Westen, Nordrhein-Westfalen. Das ist eine der Hauptmöglichkeiten, sich Dinge in der Reihenfolge zu merken. Meine Medizinstudenten haben zum Teil hunderte von solchen Wörtern aneinander gehängt. Ich war der erste Mensch weltweit, der diesen Weg begangen hat, dass ich sagte, wir nehmen Klangbilder von Wörtern.
Früher hat man immer die ersten Buchstaben genommen und dann Silben draus geformt. Das ist total kompliziert. Dann nennt man Initialisieren. Das habe ich in der Schule von meinen Kindern erlebt. Da kamen die nie klar mit. Aber wenn man so Symbole oder Klangbilder nennt, Berg zum Baden, Baden-Württemberg, oder? Oder Essen klingt wie Hessen. Das funktioniert. Und das in eine Geschichte verknüpft. Aber jetzt merken Sie, das können Sie nicht in 10 Minuten lernen. Das geht auch nicht deshalb, weil Sie begriffen haben, wie es geht. Nein, das müssen Sie üben. Und darum ist mein Kurs da. Sie werden das üben, konkret, mit Dutzenden von Beispielen. Auf allen Themen, die Sie interessieren. Spickzettel, freie Rede, Sprachenlernen, Zahlenmerken, Namenmerken. Einfach alles, was fürs Lernen wirklich wichtig ist. Und Sie dürfen mich immer kontaktieren, wenn Sie Fragen haben. Es gibt immer meine E-Mail-Adresse da, das heißt, Sie können mir schreiben und ich werde Ihnen auch antworten. Ja, wie kommen Sie dazu? Drücken Sie den Link, holen Sie sich das Produkt, das Sie ja vergünstigt kriegen heute, liken Sie das Video, sprechen Sie mich per E-Mail an, wenn Sie Lust haben und stellen Sie Fragen. Ich freue mich, wenn Sie was tun. Ich weiß natürlich, was für eine Lebensqualitätsverbesserung ich Ihnen bringe und außerdem, Sie verhindern damit, dass, wenn Sie ein bisschen älter werden, dass Sie dann darüber nachdenken müssen, ob Ihr Gehirn langsam abbaut. Das wird nicht mehr passieren, weil Sie werden merken, wie genial das funktioniert, ein Leben lang. Schön. Bis dann, ich freue mich, wenn Sie was tun.